Nach über 20 Jahren schließt Hasis Bistro am Oberhofer Weg in Lichterfelde. Für die Betreiber des Lokals keine einfache Entscheidung. Sie konnten mit dem Eigentümer keine Einigung über einen neuen Pachtvertrag erzielen. Die neuen Besitzer, die haben sich dazu nicht geäußert, was hier reinkommen wird. Also haben wir gesagt, naja, wenn wir nicht wissen, was hier reinkommt, dann sollen wir hier länger bleiben. Es wird umgebaut, also wird wahrscheinlich auch die Miete erhöht werden. Ein Umstand, der es dem Familienunternehmen unmöglich macht, das Bistro zu halten. Somit verschwindet am Oberhofer Weg eine jahrzehntelange Institution. Ich bin auch schon sehr wehmütig, weil es ist unser zweites Baby eigentlich. Das erste Baby war der Markt. Und jetzt hier haben wir auch nochmal neu aufgebaut. Wir haben auch viele andere fremde Gäste bekommen dazu. Und es tut schon weh. Schon Jahre bevor 1983 das erste Hasis eröffnet wurde, eine Hütte auf dem Ferdinandmarkt, verkaufte Familie Hasig Getränke. Allerdings keine alkoholischen, sondern frisch gepressten Orangensaft. Etliche Gäste kennen die Wirtsleute genau aus dieser Zeit. Ich kenne viele Frauen, die jetzt so Mitte 20, 25, 30 sind, die ich auf dem alten Markt noch als Baby gesehen habe. Und das sind einfach so schöne Dinge, die erfreuen einen, wenn man das sieht. Auch Tochter Corinna ist im Hasis groß geworden. Und bei aller Wehmut sind die Hasigs stolz, mit ihrem Bistro so im Kiez akzeptiert und verwurzelt zu sein. Bereits an 4 Standorten gab es das Hasis. Aufgeben scheint nicht in ihrer DNA zu stecken, denn es wird schon bald einen neuen Standort geben, einen 5. Die Tradition wird fortgesetzt. Also ein neues Abenteuer zu gehen ist sensationell, ist aufregend. Natürlich hat man Wehmut, wenn man rausgeht. Man hat selber aufgebaut, man hat so viele Gäste rangeschafft. Und die Gäste leiden ja mit uns. Wir leiden alle so ein bisschen. Aber ich sage mal, der neue Laden wird schöner. Mit dem neuen Lokal wird es auch einen Generationswechsel geben. Tochter Corinna wird den neuen Laden in der Langwitzer Kaiser-Wilhelm-Straße leiten und so die Hasis-Tradition fortsetzen.